Ja, Hayek G-Shock kenne ich noch so für die Jungs, die viel kaputt machen wie ich. Das ist eine robuste Uhr, da kann ich alles machen und geht nicht kaputt, oder? Das stimmt. Das ist die DNA der Marke. Ja. Die Marke hat 83 ihren Geburtstag gefunden sozusagen oder das Geburtsjahr gefunden. Und die Idee dieser Marke war halt, dass sie unkaputtbar ist auf einer Baustellensituation oder bei einer normalen alltäglichen Situation, dass sie einfach lange überlebt und extrem robust ist. Das ist so unser Stichwort. Deswegen auch früher immer sagen, extrem Toughness. Früher gab es da ein paar Modelle, jetzt sehe ich unendlich viele. Was haben wir denn so an Highlights? Ja, Highlights ist dieses Jahr das Thema G-Steel. Das ist so die jüngere, stylische Gruppe. Mhm. Die Zielgruppe, die wie aus ihrer Zeit die ältere Kunden schon kennt und mit denen gearbeitet hat und die Zuverlässigkeit schätzt, aber jetzt im Berufsleben, Alltag die nutzen möchte. Und sie möchte halt vielleicht ein anderes Armband haben, die möchte vielleicht eine andere Ausstattung haben, aber sie soll halt immer noch jung geblieben sein. Und dafür haben wir G-Steel dieses Jahr neu auf dem Markt. Mit so einer G-Shock kann ich weiterhin Sport machen, kann in Outdoor gehen, kann sie aber auch beim Weggehen tragen, weil sie ja modisch ist. Oder habt ihr da jetzt irgendwelche Einschränkungen? Nee, es gibt keine Einschränkungen. Sogar über G-Shock kann man sagen, dass sie sehr vielschichtig ist. Es gibt die Zielgruppe der Outdoor-Freunde, die eine G-Shock Mudmaster zum Beispiel benutzen. Die hat ein Höhenmesser, ein Barometer und hat ein Gehäuse, was quasi unkaputtbar ist und was auch Schlamm und Dreck zulässt, ohne dass sie kaputt geht. Es gibt die stylischen Modelle, die G-Style-Modelle, die wir jetzt hier haben. Die beschäftigen sich mit der Thematik jüngere Zielgruppe, stylischer Auftritt und Junggebliebene im Herzen. Und es gibt natürlich auch die etwas klassischeren Formen, da geht es mehr um Farben, um Form. Ja. Was haben wir denn hier für eine Form? Das ist eine ganz klassische Form. Die hat ein massives Edelstahlgehäuse mit einem Resinarmband in Schwarz. Darf ich mal sehen? Ist sehr, sehr angenehm zu tragen und natürlich sehr robust. Mhm. Darf ich mal gerne, annehmen? Gerne. Und ich habe zum Beispiel eine Variante mit einem ganz neuartigen Lederarmband. Das ist ein Tough Leather, wie wir es nennen. Aha. Das ist ein extrem robustes und abriebfestes Leder. Okay. Und da machen wir selber Tests. Das ist ja Thema beim Leder, dann irgendwie doch schnell abgerieben. Man schwitzt ein bisschen, glaube ich, mit Säustern und so. Und das ist hier halt kein Problem, weil das Leder so bearbeitet worden ist von uns mit einer Einlage aus Resin, auch aus dem gleichen Stoff, den wir hier haben. Gibt es eine Einlage in dem Armband. Mhm. Und wir machen tatsächlich auch Tests in unserer Entwicklung, wo Geräte auf diesem Armband rumschrubben quasi. Okay. Und auch nach 15.000 Schrubbungen, sage ich jetzt mal, ist da kein Abrieb festzustellen. Und das dient natürlich der Markeninszenierung auch, um zu sagen, also es ist nicht nur die Uhr, die robust ist, sondern halt auch das Armband. Das muss natürlich ein Paket sein. Eine Uhr zum Vererben quasi. Ja, das kann man sehr gut. Ja. Was hat denn diese Uhr technische Gimmicks so jetzt drin? Ja, diese Uhr ist ausgestattet mit einem Solarbetrieb. Das heißt also, ich muss bei der nie einen Batteriewechsel machen. Die hat ein Funksignal empfangen. Das bedeutet, ich muss die Uhrzeit nie wieder einstellen. Das Umstellung von Sommer auf Winterzeit macht sie alleine. Und standardmäßig ist natürlich auch drin eine Stoppfunktion, ein Timer. Selbstverständlich ist sie 20 Bar wasserdicht. Ja, das sind so erstmal im Bummelblick die Features dieser Uhr. Mit dem Internet ist sie nicht verbindbar? So weit gehen wir mit der noch nicht, nein. Ein schönes Teil. Was kann denn so eine Uhr in 10 Jahren? Ja, das Thema Connected ist ein ganz großes Thema. Das werden wir auf dem Messestand sehen und auch bei anderen Messeständen auch sehen. Und es ist denkbar, dass man das auch mit Devices connected. Aber mehr weiß ich im Moment noch nicht. Okay, wir sind gespannt. Ich sag vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.